Guten Tag, hier ist der Lars. Willkommen zurück bei Star Revenge 7.5. Wir haben letzte Folge die wohl wichtigste Fähigkeit im ganzen Spiel wieder mal zurückerlangt. Die Rede ist natürlich von Wandsprüngen. Jetzt fehlen nur noch die drei Sprünge und dann bin ich wieder komplett. Dann kann ich wieder alles. Dann hält mich nichts mehr auf. Ach ja. Natürlich. Ich habe am Ende letzter Folge die Wandsprünge eingesammelt gehabt. Ich wurde nicht gefragt, ob ich nochmal speichern möchte. Ich sammle den Scheiß jetzt nochmal kurz ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Und somit habe ich zum dritten Mal die Wandsprünge wieder erlangt. Kurz abgeholt und dann hat sich der Scheiß. Haben wir erstmal eine Röhre und einen Ultrablock, haben wir sonst noch was? Nö. Hier ist Ende ansonsten. So, Ultrablock, was versteckst du schon wieder? Eine grüne Münze? Ist es eine grüne Münze? Ja, es ist eine grüne Münze. Als ob er mich hier irgendwas erledigen lassen würde. Überall Fortschrittsbremsen, überall. Kurs 9. Oil Canyon. Plans. Grüner Schalter. Überall Fortschrittsbremsen. Bringt es mir jetzt irgendwas in diesem Level zu sein? Kann ich irgendwas erreichen? Du sag mal, erzähl mir, wo der grüne Scheiterpalast ist. Dieses Öl würde dich nicht töten, wenn du es berührst. Wenn du da drin schneller sein möchtest, versuche A zu halten und dabei B zu hämmern. Dadurch kannst du treten oder hechten, wenn du genug Geschwindigkeit hast. Ja, ist nicht tödlich. Das ist ja schon mal eine nette Info. Kann ich jetzt irgendwas erreichen? Gibt's einen Stern für mich zu sammeln? Hey, da ist eine unsichtbare Wand. Das wird langsam alt. Vorsicht! Hier könnte sich eine unsichtbare Wand befinden. Versuche sie zu umgehen. Ja. 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 Aber die hält mich nicht auf. Ach ja, das ist ja keine Lava oder so oder kein Treibsand. Ist ja sowas. Ist einfach nur klebriger Kackscheiß, der mich nicht so sehr nach oben lässt. Aua! In das Vieh reingelaufen. Ja, lauf da runter. Von mir aus. Wenn das Öl mich irgendwie... Ah, sieh mal da. Wenn das Öl mich jetzt irgendwie behindern sollte... Dann macht das irgendwie einen schlechten Job, weil eigentlich... Ich komme ja trotzdem hoch. Habe ich hier irgendwas? Irgendwas? Nö. Gar nichts. Welches Level ist das eigentlich? Ach so, es ist ja immer noch eine Wüste. Die Wüste ist weiterhin eine Wüste, nur dass jetzt hier noch überall Öl ist. Und der Stern ist jetzt oben drauf. Und da ist die grüne Box. Ja, gehen wir mal weiter nach oben. Kann ich da rein? Kann ich da rein? Wenn ich ein bisschen weiter tiefer sinke? Könnte ja sein, dass da irgendwie auf die Weise ein Scheiterpalast versteckt ist. Könnte man eigentlich... Das wäre vielleicht eine coole Idee. Muss ich mir merken für meinen Hack. Dass man vielleicht auf die Weise irgendwas verstecken könnte. Muss ich mal testen, ob denn halt die Hitbox von Mario runtergeht. Hey, einen Trollstern. Ist ja toll. Ich will auf die Säule rauf. Da hinten ist gar nichts. Bäh. Du blinder Trottel, da war der Bob Omb für die Kanone. Ich hab einen Stern gefunden. Und ich komme an ihn ran. Ich komme an ihn ran. Mit einem guten, gezielten Sprung. Welche Wand ist das? Der Wandabschnitt. Habe ich schon mal einen Stern in diesem Level. Sand. Mal sehen, ob ich noch mehr erreichen kann. Ja, grüner Schalter.
Hab keinen grünen Schalter. Ich keine Ahnung, wo die ganzen Schalterpaläste sind. Da sind wir gerade gewesen. Da waren wir auch, glaub, überall. Da war jetzt nicht viel. Unter der Brücke irgendwas. In den Öl drin. Ist gar nichts. Überhaupt nichts. Ha! Muss ich nicht hier durch den Scheißöl. Durch das Scheißöl. Durch die Plörre halt. Verpiss dich. Ich will auf die Säule. Haben wir hier irgendwas? Ja, wissen wir. Die Statue ist kaputt. Oder wird die nicht gerendert von hier aus? Ja, natürlich. Das war jetzt nicht das, was du machen solltest. Bleib hier, du Arsch! Mano, ich wollte den Panzer von denen vielleicht haben. Warum war hier so ein Mini Cooper drin? Mini Cooper, aha, Auto. Raus! Muss ich nochmal nach oben? War jetzt nicht das Problem. Meine Sprünge brauche ich auch keine hoch machen, weil ist alles Blödsinn. Alles Blödsinn. Hoffentlich ist jetzt die hinterste Box da. What the fuck? So sind wir drüben. Ein Loch. Ist da irgendwas? Nö. Was ist denn da unten? Was ist da unten? Was ist das? Was ist das? Ich möchte das wissen. Ich glaube, da hat er nur was nicht richtig aufgeräumt. Bei der Stellung des Levels. Hinterbleibsel. Das dürfte das Innere der Pyramide sein. Eigentlich. Du, ich will da in Ruhe schmulen, also verpiss dich. Hier. Kackvieh. Schmule. Ja, ja, das ist halt das Innere der Pyramide. So, ich komm da so hoch. Die Seite ist kaputt. Hier ist natürlich ein Ultra-Block. Also, ich brauche den Bob-Omb wahrscheinlich, um die Dings da zu öffnen. Da ist doch bestimmt die Kanone drin. Muss ja irgendwie. Irgendwas muss ja da drin sein. Ja. Ich brauche also einen Ultra-Block-Stampf-Scheiß und brauche den Bob-Omb dafür. Den Bob-Omb habe ich jetzt hier ohne gesehen. Der ist bestimmt dann hier drin. Ja, ich kann irgendwie nicht viel machen, wa? Raus hier! Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung! Was können wir denn... Da brauche ich Schalterpalast. Schalterpalast! Ich habe keine Ahnung. Wo Kurs 4 war... Das war nochmal Kurs 4. Bouncer. Gehen wir zu den Bouncern. Dach WB. Brauche ich Wandsprünge. Da kann ich Wandsprünge auf dem Dach rauf machen. Stellen, wo ich irgendwelche Wandsprünge auf dem Dach machen kann. So viele Stellen gibt es da jetzt nicht. Das ist sogar die einzige Stelle, glaube ich. Das ist die einzige Stelle, deswegen muss ich da wieder über die Lava. Dahin durch den Tunnel und dann auf den Steg da. Ach ja.
Da war ich so euphorisch, dass ich meine Wandsprünge zurück habe. Und irgendwie... Irgendwie ist denn der Wurm drin. Weil man erstmal nicht weiß, was man alles machen kann oder eigentlich irgendwie nicht viel machen kann. Man kann nicht viel machen. Ich kann nicht so viel machen. Ah, das war aber knapp. Da bin ich in richtigen Winkel. Ein Glück. Dadurch. Ihr verreckt, ich brauche deine Münze. Einmal nach oben, bitte. Ja, den blauen Knopf brauche ich jetzt nicht. Wo haben wir... Hier ist der Baum. Kannst du hier Wandsprünge hochmachen? Kannst du Wandsprünge? Ist im... Da ist der Stern. Nach... Jetzt hat er sich an der blöden Kante da festgehalten. Ach, fuck. Der ist jetzt aber doof, dass der Baum denn halt die Sicht auf die Kante... Das... So. Nun zu Kurs 5, weil ich glaube, ich guck noch mal rein, weil ja, da sind jetzt die Boxen dran. Das sind jetzt nur noch die Boxen. Ja, ja, ja. Denn jetzt zu Kurs 5, falls ich da was machen kann. Und ansonsten zu Kurs 10 oder was? Also wenn ich jetzt nichts weiter groß machen kann. In lila Level, da könnte ich noch Wandsprünge machen. Da wollte ich aber rüberrutschen irgendwie. Da wollte ich das mit den Rutschen nochmal probieren. Hier ist auch Blödsinn. Warum bin ich hier drin? Ich hab... Kurs 6. Was sagt Kurs 6? Bin ich auch. Denn eigentlich nur lila Level und Kurs 8. Und ansonsten geht's dann auch schon zu Welt 3. Zu Oberwelt 3. Was eine konfuse Folge. Hi, komische Kacklevel. Wie geht's dir? Ich habe so viel Zeit in dir verschwendet. Jetzt bin ich schon wieder hier. Und diesmal verschwende ich wieder Zeit in dir, weil ich Blödsinn mache. Weil ich etwas ausprobieren möchte. Ach hi, bist ja immer noch kaputt. Wollte ich gar nicht treffen. Ich wollte dich in Ruhe lassen. Ich wollte mal gucken, was in dieser blöden Box eigentlich drin ist. Habe ich immer noch nie gemacht. Erstmal den Checkpoint-Stern. Ja, 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 ja. Da ist ein Bouncer. Das haben wir ja gesehen. Mal sehen, ob das so funzt, wie ich mir das gedacht hatte. Natürlich erstmal ausrichten und dann da irgendwie zu dem Baum hin. Dann springt irgendwie in die falsche Richtung. Aber ich kann mich retten und das ist ja dann auch okay. Denn ist ja keine Verschwendung, wenn ich mich retten kann. Weil dann bin ich ja eh da, wo ich denn... Ich darf nicht so viel Fallschaden nehmen. Dann war's das nämlich. Das kann ich da, da haben wir eine Röhre. Natürlich will ich den Checkpoint-Scheiß. Natürlich ist da wieder ein Ultra-Block. Ich kann das aber nicht. Ja, bleib an den Scheiße hängen. Piss dich. Ja, das bringt mir jetzt viel. Das bringt mir nichts. Lass mich raten.
Lass mich raten, da ist ein Schalter hinter. Ich hab was Orangenes gesehen. Ja, da ist ein Schalter. Ich komm nicht weiter. Nein. Verwehrt. Hi Shakya, ich brauch mal deine Münzen. Oder ich will die zumindest haben. So. Was bewachst du hier gerade? Eigentlich gar nichts. Du bewachst gar nichts. Wunderbar. Ah, was suche ich denn jetzt hier? Das ist nur der Kackbaumstern. Ich weiß, was ich machen kann. Okay. Eigentlich wollte ich den Stern einsammeln, weil ich auf die Weise da schneller hingekommen wäre, aber ich habe den nicht erreicht. Ich war zu schlecht dafür. Weil ich kann jetzt Wandsprünge. Ich kann doch jetzt Wandsprünge. Jetzt mach einfach mal hier Wandsprung rauf, ist okay. Kann ich den einen Weg da lang? Ich habe gehofft, dass ich vielleicht mit den Fly Guy da irgendwie hinkomme, irgendwo. Vielleicht irgendwas macht. Wie bin ich denn da hingekommen? Bin ich da nicht irgendwie hingekommen? Achso, ich bin... Und dann musste ich mich beeilen, weil da war dann nochmal ein Weg rüber. Genau. Hast mich verfehlt. Oh, da kann man runterfallen. Da muss ich Wandsprünge machen. Nur doof, dass gerade meine Hand schon wieder eingepennt ist. Du bist ein Trollstern. Ich bin noch nicht dumm. Aber ich werde hier von Gumbas drangsaliert. Die gemeine Gumba-Bande. Ich habe ja gerade Angst gehabt, dass ich wegrutsche. Ja, das dürfte jetzt eigentlich dann auch mal wieder alles sein, was ich machen kann in diesem Level. Denn mal kurz gucken in Kurs 8, was ich da machen kann. Gras, WB. Ach ja, gleich hier an Anfang. Das ist so ein bisschen alten Scheiß einsammeln und ist gut. Und wenn ich dann die Schalterpaläste habe, dann darf ich schon wieder alten Scheiß einsammeln. Ja. Piss dich. Ein Pokikopf. Hast mich verfehlt. Ah ja, du bist ja gar kein richtiger Stern. Du bist ja nur ein Checkpoint. Alles klar. Ja, ist total nötig gewesen, dass du ihn jetzt dahin packst. Bap. Da haben wir das auch. Wie sieht's jetzt aus in den Level? Haben wir da jetzt alles? Ja. Denn bleibt mir eigentlich nichts übrig, als denn
in Welt 3 zu gehen. Weil ich habe erstmal keine Anzeichen, keine Anhaltspunkte für die Scheiterpaläste. Und ich kann ja in den anderen Leveln deswegen nichts erstmal machen. Ich muss mal was probieren. Ich könnte vielleicht hier jetzt noch die grünen Münzen holen aus den aus der Oberwelt. Brauche ich mehr Winkel. Nein. Ach, Menno, ey. Hättest du ja nicht festhalten können. Ja, schön. Ich will an den Hasen ran. Ey, dummer Hase. Und ich will wissen, was in der Box drin ist. Ja, ein Leben. Was bräuchte er jetzt hier ein Leben? Brauche ich kein scheiß Leben. Das war's hier jetzt. Das war's hier jetzt. Komplett wartet. Aber ich dürfte, glaub, alle grünen Münzen bekommen. Ach, Menno. Wüsste jetzt nicht, wo noch eine versteckt ist, die schlecht zu erreichen gerade ist für mich. Sollte ich das so machen, weil ich dann weiterfliege? Ah ne, dann würde ich ja nicht sehen, wo ich hinrutsche. Jetzt war das zu viel Schwung! Kann ja nicht wahr sein! Hey, krieg mich da auf hier! Och, Menno, ey! Greif dich da einfach fest, ne? Häng dich doch da ran! Du hast doch nahe noch dran! Ran da! Ran da! Ach, jetzt bin ich zu weit, oder was? Mann. Stell ihn nicht so an! Hol den Hasen! Hol ihn! Hol den Hasen. So, dummer Hase. Hä? Was, hä? Hat nichts zu sagen, der Penner. Brennende Hölle. Grüne Münzen. Wo haben wir noch welche? War hier nicht irgendwie was? Ja, hinter der Säule. Das machen wir noch schnell. Dann sind wir fertig. Für die Folge denn eigentlich. Wo war hier noch überall was? Hier ein Anfang. Erstes Level. In meinen zweiten Level kurz rüber. Oben bei der Rutsche. War hier sonst noch was? Ich hoffe mal, wir haben denn hier wirklich alle Münzen für den Stern. Gib her! Beim Bumper und dann oben drauf. Ja, haben wir alles. Wir haben alles.
War wenigstens ein bisschen produktiv, die Folge. So ein kleines bisschen. Autsch, mir scheißegal, dass ich Schaden nehme. So. Damit war das für diese Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Da gehen wir dann zu Welt 3. Jo. Bis dahin, Glück auf, euer Lars.